Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder mit dem nächsten Thema. Heute geht es, wie angekündigt, um das Thema Krebs. Zahlen sind ja recht informativ, deswegen die Information: 2012 gab es rund 8,2 Millionen Krebstote weltweit und rund 14 Millionen Neuerkrankungen. Tendenz steigend. 8,2 Millionen hört sich nach viel an, aber so richtig vorstellen kann man sich darunter nichts. Ein Vergleich: stellt euch vor, jeden Tag stürzen 27 Flugzeuge vom Typ Airbus A380 ab. Jedes von diesen Flugzeugen hat bis zu 853 Sitzplätzen. Dann wird es vielleicht etwas greifbarer, die ganze Geschichte. Das ist die Zahl der Menschen, die weltweit jedes Jahr an Krebs stirbt. Und ich vermute mal, dass die Zahl seit 2012 deutlich gestiegen ist. Männer sind mit 57% betroffen, Frauen mit 43%. Aber im Gegensatz zu Flugzeugabstürzen scheint es irgendwie niemanden so richtig zu interessieren. Solche Dinge passieren ja nur anderen, oder? Die Schulmedizin verkündet seit Jahren Verbesserungen aller Art bei der Krebsbehandlung, aber verglichen mit vor 50 Jahren hat sich nicht so wirklich viel getan. Es gibt Strömungen in Richtung Reduktion der Weltbevölkerung und vielleicht müssen wir nur warten, bis sich das Problem von selbst löst. Aber man könnte den Eindruck gewinnen, dass diese Unfähigkeit, dem Krebsproblem Herr zu werden, damit etwas zu tun hat, wenn man etwas böswillig ist. In der Familie, in der ich aufgewachsen bin, gab es innerhalb der letzten 18 Monate 3 Todesfälle. Eine Cousine starb mit 74 an Leukämie, ein Cousin mit 69 an Lungenkrebs, meine Schwester mit 67 an einem spinalen Tumor, das ist ein Krebsgeschwür an der Wirbelsäule. Sie hatte vor ein paar Jahren schon mal Brustkrebs, das war behandelt worden und hat aber ganz offensichtlich Metastasen gestreut. Macht euch jetzt bitte keine Gedanken über Beileidsbekundungen. Ich hatte zu diesen Leuten seit mehr als 20 Jahren keinen Kontakt mehr. Insofern betrifft mich das auf der emotionalen Ebene nicht so sehr. Aber es betrifft mich, weil ich fast das gleiche Alter habe und ich fange natürlich an, mir ein paar Fragen zu stellen. Für junge Menschen sind das alte Leute oder sind wir alte Leute und alte sterben nun mal, ne? Aber wenn man selbst über 60 ist, dann ändert sich diese Sichtweise ein bisschen. Ich habe noch einen anderen Cousin, der Darmkrebs hat und auch schon eine Darm-OP hinter sich hat und Chemo ebenfalls. Es gibt aber auch Lebermetastasen und jetzt steht ihm noch eine Leber-OP bevor und wir können ihm nur die Daumen halten, dass das alles gut über die Bühne geht. Ja, die Krebstoten, so rafft es uns dahin, ne, könnte man sagen. Ich bin altersmäßig nicht weit entfernt von diesen Leuten, die ich eben genannt habe. Und deswegen macht das was mit mir. Und ich frage mich immer öfter, ob es bei mir vielleicht auch bald so weit ist. Aber aufgrund meiner vielen Recherchen habe ich natürlich herausgefunden, dass es einiges gibt, was man tun kann, um dieses Resultat, diese Katastrophe so lange wie möglich hinauszuzögern. Die Hinweise häufen sich, dass man bei vielen Krebsarten mit der schulmedizinischen Standardvergiftung wenig bis keinen Erfolg hat. Immer mehr Leute nehmen ihr Schicksal deshalb selbst in die Hand und versuchen es zum Beispiel mit einer Ernährungsumstellung oder sie krempeln ihre gesamte Lebensweise um. Und erstaunlich viele haben damit Erfolg.
Disclaimer, dies ist keine medizinische Empfehlung. Ich gebe Informationen weiter, die ich gefunden habe, die ich für interessant und oder richtig halte. Und was damit jeder Einzelne macht, das ist euch überlassen. Also, Chemotherapie kommt immer dann zum Einsatz, wenn den Ärzten nichts anderes mehr einfällt. Klingt brutal, ist aber so. Und bei den meisten Krebsarten bringt sie nichts. Aber sie füllt natürlich die Kassen der Krankenhäuser und vor allem der Pharmaindustrie. Und deswegen macht man das, wenn der Patient eh bald stirbt, kann man ja noch ein bisschen an ihm verdienen. Es tut mir leid, wenn ich das so sage und von unter euch sind welche, die von dieser Krankheit betroffen sind. Ich will da niemandem das Gefühl geben, dass ich da so einfach drüber weggehe und dass mir das egal ist. Aber ich versuche, die Sachlage darzustellen, wie sie anscheinend leider wirklich ist. Also nehmt es bitte nicht persönlich. Es ist eine sachliche Information, die ich hier weitergebe. Jeder kann für sich selbst in Erwägung ziehen, was er tut, wie er es tut, womit er sich behandeln lassen will. Aber es gibt keine Garantie für Erfolg. Wer seinen Krebs mit Chemotherapie behandelt bzw. behandeln lässt, hat eine statistische Überlebensrate von 2%. 5 Jahre oder länger zu überleben, also nach der OP. 2%. Im Gegensatz dazu, diejenigen, die gar nichts machen, da sind es 27%, die länger als 5 Jahre leben. Das ist ein interessanter Vergleich. Stellt euch eine Operation mit derselben Prognose vor. Würdet ihr euch darauf einlassen? Sicherlich nicht. Es gibt enorme Unterschiede bei den verschiedenen Krebsarten und das muss man natürlich berücksichtigen. Einige sprechen durchaus auf Chemotherapien an, die meisten aber nicht. Brust- und Darmkrebs sind heute recht gut behandelbar, aber wohl eher wegen den OPs, weil man die Krebsgeschwüre ganz gut herausschneiden kann, als dass das der Chemo geschuldet wäre. Und alles hängt am Ende davon ab, ob schon Metastasen gestreut wurden oder nicht. Der Bauchspeicheldrüsenkrebs dagegen ist eins der Schlusslichter. Über diese Krebsart hatte ich auch schon ein Video gemacht. Wer sich dafür interessiert, kann sich das ansehen. Sowohl bei der Behandelbarkeit als auch bei der Überlebensstatistik ist der Bauchspeicheldrüsenkrebs ganz am Ende. Manche bezeichnen die Chemotherapie regelrecht als Schwindel, denn der Krebs wächst nach einer Chemo schneller. Eine zu intensive Chemotherapie, also mit Höchstdosis, so mit holzamer Methode, je mehr, desto besser, erreicht nichts, weil sie den Krebs tumorresistent macht. Die gesunden Zellen fangen dann an, Proteine freizusetzen, die die Krebszellen nähren und es ihnen ermöglichen zu wachsen und sich auszubreiten. Auf dem Totenschein ist immer die Krebsart oder die Krankheit angegeben, an der der Patient gestorben ist. Aber im Falle von Krebs ist meistens nicht der Krebs daran schuld, sondern die Behandlung des Krebses ist das, was den Menschen letztendlich umbringt. Womit ich nicht sagen will, dass er nicht vielleicht sowieso daran gestorben wäre, aber möglicherweise erst viel später und möglicherweise gar nicht. Es gibt genug Beispiele dafür. Die Chemotherapie schädigt die DNA gesunder Zellen und zwar noch lange nach dem Ende der Chemotherapie. Also man soll nicht glauben, wenn man damit fertig ist, noch ein paar Tage, bis das wieder aus dem System ist und dann ist alles gut. Nee, so funktioniert es nicht. Die Zerstörung gesunder Zellen und die Förderung der Krebszellen macht die Chemotherapie eher zu einer krebsverursachenden Behandlung als zu einer wirksamen Therapie.
Aber das macht nichts, ne? Die Krebsbehandlung ist schließlich ein lukratives Geschäft und wenn man die Leute schon nicht retten kann, dann kann man wenigstens was dran verdienen. Ja, das klingt brutal und ist es auch. Aber werft nicht mit Steinen nach mir, sondern guckt euch lieber an, wer das macht, wer dafür verantwortlich ist, dass mit dem Krebs so umgegangen wird. Neuere Erkenntnisse legen nahe, dass eine Behandlung mit einer niedriger dosierten Chemotherapie, und zwar gegeben in einem Intervallmodus, also immer dann, wenn die Krebszellen wieder anfangen, mehr zu werden oder der Tumor wächst wieder, viel mehr erreicht als ein flächendeckendes Bombardement, wie das in der Vergangenheit gehandhabt wurde. Da ging man davon aus, je höher die Dosis und je öfter und je intensiver, desto mehr Krebszellen kann man killen. Das funktioniert nicht, die werden resistent. Und dann hat man ein Eigentor. Ne? Also Chemo ist nicht unbedingt immer schlecht, aber man muss sich gut überlegen, in welcher Form man das macht. Davon mal abgesehen, habe ich schon x-mal gehört, gelesen, also das kommt mir immer wieder unter. Und ich habe das auch schon in meinen Videos erwähnt, dass man, wenn man sich für eine Chemotherapie entscheidet, vorher 3 Tage fasten sollte und auch hinterher nochmal 2 Tage, weil das die Chemotherapie verträglicher macht. Da gibt es sehr überzeugende Mäusestudien, wo die Mäuse in 2 Gruppen aufgeteilt wurden. Die eine Gruppe musste fasten vor der Chemo, die andere nicht. Und aus der Fastengruppe haben fast alle die Chemo überlebt, während die Mäuse aus der Nicht-Fastengruppe alle tot waren. Ja, natürlich, Mäuse sind keine Menschen und wir sind anders und aber es funktioniert auch bei Menschen. Auch da habe ich schon viele Berichte gehört, dass Leute, vertrauenswürdige Leute sagen, sie hatten mehrere Runden Chemotherapie, haben es mit oder ohne Fasten versucht und mit dem Fasten war der Erfolg eindeutig besser und die Nebenwirkungen waren minimal oder nicht vorhanden. Also es lohnt sich. Man kann ja seine Chemo machen, aber vielleicht dann eben in Verbindung mit dem Fasten. Das alles bedeutet nichts anderes, als dass der ganze Prozess der Chemotherapie in den meisten Fällen völlig wertlos ist und mehr schadet als nutzt. Wer Heilung sucht, muss sich nach etwas anderem umsehen. Nochmal, eine Manipulation an Tumoren durch Krebsmedikamente und Chemotherapie kann dazu führen, dass der Tumor vermehrt Metastasen bildet. Professor Charles Matt, ein französischer Krebsspezialist, sagte, wenn ich an Krebs erkranken würde, dann würde ich mich auf keinen Fall in einem herkömmlichen Krebszentrum behandeln lassen. Es haben nur jene Krebsopfer eine Überlebenschance, die sich von diesen Zentren fernhalten. Das sagt ein Krebsspezialist. Und damit wären wir wieder bei meinem Lieblingsthema Lifestyle und Ernährung. Wir essen zu viel und wir essen das Falsche. Ich werde ein Video verlinken, in dem es um einen Vortrag von Professor Thomas Seyfried geht. Das ist auch ein Krebsforscher, der sagt, die Gentheorie wird immer mehr zur Totentheorie. Also zu sagen, ich habe Krebs, meine Gene sind schuld, das wird immer mehr widerlegt. Otto Warburg, den Namen könnt ihr googeln, stellte schon 1930 die Hypothese auf, dass eine Störung oder Unterbrechung der Funktion der Mitochondrien in Krebszellen der Hauptgrund für Krebswachstum ist. Die Mitochondrien, das sind die Kraftwerke sozusagen, die die Zellen mit Nahrung versorgen. Krebs ist demnach eine mitochondriale Stoffwechselstörung, bei der die Zellatmung durch Fermentierung ersetzt wird. Glucose und Glutamin sind fermentierbare Treibstoffe, die das Krebswachstum fördern.
Gesunde Zellen können sich von Ketonkörpern ernähren. Ketonkörper entstehen bei der ketogenen Ernährung bzw. Low Carb, sehr Low Carb. Tumorzellen brauchen Glucose. Die können mit Ketonkörpern nichts anfangen. Man kann sie also aushungern. Und sie haben eine defekte oxidative Phosphorylierung. Immer diese Fremdwörter. Sie sind also keine normalen Zellen. Glucose ist fermentierbar, Ketonkörper nicht. Ketonkörper benötigen Zellatmung. Krebszellen fermentieren Glucose und Glutamin. Bei denen ist die Zellatmung kaputt, sozusagen. Und sie verwenden diese fermentierten Dinge als Nahrung, das hält sie am Leben. Die Fermentierung hat eine antioxidative Wirkung für diese Krebszellen und schützt sie damit. Die Folge? Krebsmutationen. Mutationen machen die Tumorzellen verletzlicher für Energiestress als normale Zellen. Beschädigte Chromosomen schwächen die Krebszelle und unter Stress gehen sie schnell zugrunde. Und das sind gute Nachrichten. Man kann die Krebszellen nämlich stressen. Jede Zelle in unserem Körper hat bewiesen, dass sie stark und widerstandsfähig ist. Genug, um zu überleben, sonst wäre sie längst aussortiert worden. Die Natur funktioniert nämlich so, nur die Stärksten überleben, beziehungsweise die anpassungsfähigsten oder die widerstandsfähigsten. Trotzdem glauben wir, dass Tumorzellen mit ihren kaputten Chromosomen und Mutationen widerstandsfähiger sein sollen als eine gesunde Zelle. Das ist falsch. Krebszellen sind schwach und sehr verletzlich. Wir müssen nur herausfinden, an welcher Stelle man sie treffen kann. Die Ernährungsumstellung, das ist schon mal ein großer Schritt in die richtige Richtung. Wenn Sie mit Ketonkörpern nichts anfangen können und man ernährt sich ketogen, dann sehen Sie schon mal etwas blöde aus und haben es nicht mehr ganz so schön, die Krebszellen. Erklärung am Beispiel eines Hirntumors, Glioblastoma multiforme genannt. Multiform bedeutet viele verschiedene Zellarten. Deswegen ist es ein sehr aggressiver Gehirntumor mit sehr schlechter Prognose. Es gibt keine effektiven Therapien. Der Tumor ist sehr invasiv. Extrem metastasierend. Er benutzt Blutgefäße als Autobahnen und verteilt sich so im ganzen Gehirn und später dann auch im Körper. Und deshalb ist er auch sehr schlecht operabel. Wenn die Krebszellen dann über diese Blutbahnen in den restlichen Körper gelangen, ist das eine sehr explosive Geschichte und die Metastasen lassen dann nicht mehr lange auf sich warten. Beim Glioblastoma multiforme, also dem Hirntumor, sind die Mitochondrien geschädigt. Die Zellen bekommen keine Energie, sie können nicht atmen, sie müssen fermentieren, sie nutzen Glucose und Glutamine als Treibstoff. Wie das im Einzelnen funktioniert, das lasse ich jetzt mal weg, das würde zu weit führen. Ich werde das Video, wie gesagt, verlinken und ansonsten findet ihr weitergehende Informationen im Internet. Tja, eine erfolgreiche Therapie gibt es also nicht und eine OP ist sehr oft, vor allem bei einem Hirntumor, ein Stich ins Wespennest sozusagen und setzt Krebszellen frei. Bestrahlung verursacht ein nekrotisches Umfeld, das ist abgestorbenes Gewebe, das Gehirn schwillt an, das ist ein Ödem und erhöhter Blutzucker füttert den Tumor. Und die meisten Menschen sterben dann an einem zu hohen Hirndruck. Glioblastoma multiforme ist die perfekte Katastrophe. Im Englischen würde man sagen, it's the perfect storm. Aber die Katastrophe ist nicht nur die Folge des Krebses oder ist nicht die Folge des Krebses, sondern seiner Behandlung. Statistik. Die Überlebensrate nach einer Radiotherapie liegt zwischen 0 und 1,1%. Das heißt, von 100 Leuten überleben 99 nicht. Die Radiotherapie schafft die perfekte Grundlage für den Bedarf fermentierter Zellen. Das Medikament TMZ,
Thymodamid bzw. Thymodal, das oft gegeben wird, sorgt für zusätzliche Mutationen durch Driver Mutations. Das sind Aberrationen bzw. Abweichungen von der normalen DNA. Das verschafft der Tumorzelle einen entscheidenden Wachstumsvorteil durch strukturelle Änderungen eines Chromosoms oder der Chromosomenzahl gegenüber normalen Zellen. Die Gentheorie ist Nonsens. Es gibt viele Beweise dafür, dass ein behandelter Low-Grade-Hirntumor, also einer, der noch in sich selbst abgekapselt ist sozusagen und noch nicht ins andere Gewebe eingedrungen ist, in kürzester Zeit zu einem High-Grade-Tumor wird, der nicht nur in anderes Gewebe infiltriert, sondern sich im ganzen Körper verteilt. Viele Betroffene überleben nach der Diagnose nicht einmal ein Jahr. Ich betone nochmal, es geht hier um den Hirntumor und nicht um hunderte anderer Krebsarten, von denen man betroffen sein kann. Es gibt viele Diskussionen über das selbstbestimmte Recht zu sterben. Und die könnte man sich alle sparen, wenn die medizinische Standardbehandlung funktionieren würde. Also Krebskranke müssten sich oft die Frage gar nicht stellen, ob sie noch weiterleben wollen oder nicht, wenn man der Sache mehr Aufmerksamkeit schenken würde. Es gibt Überlebende des Hirntumors, den ich eben beschrieben habe. Ein sehr bekanntes Beispiel ist Pablo Kelly. Der erhielt seine Diagnose im August 2014. Die Lebenserwartung zu diesem Zeitpunkt waren 9 bis 14 Monate. Seine Entscheidung war keine Radiotherapie, keine Chemotherapie, keine schulmedizinische Standardbehandlung. Stattdessen ketogene Ernährung, zusätzlich Vitaminpräparate, Mineralienspuren, Elemente, weil man bei Krebs doch eine etwas höhere Dosis braucht, als man in der Nahrung findet. Da muss man also wirklich mit Kanonen schießen sozusagen. 4 Jahre später war Pablo noch am Leben und soweit ich weiß, lebt er immer noch. Ich wiederhole, das war 2014, das ist also jetzt 5 Jahre her. Lebenserwartung maximal 14 Monate. Also für ihn hat es sich definitiv gelohnt, zu tun, was er getan hat. Mit den richtigen Informationen trifft man bessere Entscheidungen und deswegen mache ich solche Videos. Ich will hier nicht mit dem Finger zeigen auf irgendwelche Leute, die aus Unwissenheit Dinge tun, die nichts bringen, sondern ich versuche euch wachzurütteln. Folgt nicht mir, macht euch schlau. Das Internet ist genial in dieser Hinsicht. Das hatten leider vor 20, 30, 40 Jahren viele Menschen nicht. Und die mussten glauben, was die Ärzte ihnen sagten. Und heute geht es uns in der Beziehung besser. Und immer mehr Menschen gehen diesen Weg auch. Ein anderes Beispiel ist Andrew Scarborough. Der hatte auch einen Hirntumor, und zwar schon mit 27. Es ist eine sehr ergreifende Geschichte, die ich jetzt hier nicht wiedergeben möchte, weil es zu lange wird. Er hat sich operieren lassen. Ich glaube nicht, dass er sich bestrahlen ließ oder eine Chemo bekam. Er folgt seither einer extremen Low-Carb-Ernährung und in seinem Gehirn gibt es keine Anzeichen von Krebs mehr. Also nochmal, ich möchte nochmal betonen, dies ist keine Empfehlung für Betroffene. Es sind Anstöße, mal drüber nachzudenken und sich zu informieren, sich schlau zu machen, bevor man an sich herumschneiden lässt oder sich mit Gift bombardieren lässt. Meine Videos haben nur informativen Charakter. Was jeder Einzelne mit diesen Informationen macht, ist jedem Einzelnen selbst überlassen. Ist wichtig. Um zur richtigen Behandlungsmethode zu kommen, benötigen wir gute Mausmodels. Es gibt schon viele, aber wir brauchen noch mehr. Die Ergebnisse aus solchen Versuchen sind recht gut auf Menschen übertragbar, auch bezüglich der Verbreitungswege und der Metastasen. Bei vielen Krebsformen funktioniert Kalorienrestriktion
die Ketogene-Ernährung und/oder Intervallfasten, Intermittent Fasting, und zwar mit oder ohne Chemotherapie. Nochmal, Kalorienrestriktion, weniger essen, also kalorienmäßig, ketogene Ernährung, extreme Low-Carb-Ernährung und Intervallfasten. Also mindestens, normalerweise sagt man mindestens 12 Stunden am Tag nichts essen. Wenn man Krebs hat, würde ich sagen, 16 Stunden aufwärts ist besser. Aber auch da möge jeder seine eigene Entscheidung treffen. Ein häufiges Szenario ist das folgende: Das Intervallfasten vernichtet nicht den Tumor, verändert aber seinen invasiven Charakter. Und was den Unterschied macht, ist das Glutamin. Wichtig ist die Gabe eines Glutamin-Inhibitors, der die Wirkung des Glutamins ausbremst. Vielversprechende Mäusestudie. Mäusen wurden Gehirnzellen von anderen Mäusen, die einen Gehirntumor der vierten Kategorie hatten, implantiert. Das ist die zweithöchste Stufe, T4. Und der Tumor infiltrierte in das umliegende Gewebe. Die zweite Gruppe hatte 3 Tage später ebenfalls T4-Krebs. Dann kam eine Fastenphase. Danach gab es 2 Gruppen mit unterschiedlichem Futter. Die eine bekam Kohlenhydrate, die andere eine ketogene Ernährung. Und nach ein paar Tagen Intervallbehandlung mit DON, das ist ein Medikament, das per Injektion gegeben wird, namens 6-Diazo-5-Oxo-L-Norleucein. Müsst ihr euch nicht merken. Das wurde diesen Mäusen gegeben. Das Testergebnis war: Diät allein killt nicht die Tumorzellen, aber stoppt die Infiltrierung bzw. Invasion in anderes Gewebe. Dann wurde der Versuch wiederholt mit einer höheren Dosis dieses Medikaments plus Calorie Restriction, Kalorienreduktion. Ergebnis: Mit einer High-Carb-Diät gab es nach 2 Wochen keinen Erfolg. Mit einer extremen Low-Carb- bzw. ketogenen Ernährung ohne die medikamentöse Injektion gab es eine deutliche Verbesserung und keine Ausbreitung auf das umliegende Gewebe. Ketogene Ernährung plus Injektion führte zum Absterben der Tumorzellen und das sah unter dem Mikroskop aus wie ein Schlachtfeld. Und dieses Medikament DON6-Diazo-5-Oxo-L-Norleucein, das ist, soweit ich weiß, noch in der Erprobungsphase. Deswegen weiß ich nicht, ob es etwas bringt, wenn ihr euren Arzt danach fragt. Aber fragen kann man ja. Aber das ist etwas, was garantiert sehr bald kommen wird. Die Nebenwirkungen in Anführungszeichen waren, dass bei der ketogenen Ernährung 3-mal mehr dieses Medikaments in die Zellen aufgenommen wurde als mit einer High-Carb-Ernährung und dadurch multipliziert sich die Wirksamkeit nochmal. Wenn Metastasen in die Maus gelangen, verteilen sie sich wie ein Buschfeuer. Und ich würde mal sagen, das trifft nicht nur auf Mäuse zu. Professor Siefrieds Strategie funktioniert bei allen Krebsarten. Manchmal ist Kalorienrestriktion erforderlich, aber nicht immer. Und es können verschiedene Formen der Low-Carb-Ernährung gewählt werden. Also Paleo oder Carnivore, also nur tierische Produkte. Also da gibt es verschiedene Optionen. Was die wichtige Rolle spielt dabei, ist das Fett in der Nahrung. Auch Stressmanagement ist wichtig, aber Fett, viel Fett. Es gibt in Ungarn die Paleo-Medizina-Gruppe, wo sehr kranke Menschen mit Ernährungsumstellung in erster Linie behandelt werden. Und bei denen ist das Verhältnis zwischen Eiweiß und Fett 2 zu 1, also 2 Gramm Fett für jedes Gramm
Eiweiß, ja, so ist es richtig. Das hört sich nicht nach viel an, aber macht das mal. Vor allem, wenn man keine Kohlenhydrate isst, dann isst man ja mehr Eiweiß und dann nochmal die doppelte Menge in Gramm an Fett. Das ist eine Herausforderung. Ich habe es probiert. Ich würde es machen, wenn ich Krebs hätte, das sage ich euch ganz ehrlich, aber im Moment ist mir das ein bisschen zu viel. Aber die Wirksamkeit lässt sich ganz offensichtlich nicht von der Hand weisen. Professor Siegfried wird alles daran setzen, dass es bald gute Medikamente gibt, die nicht den Menschen umbringen, sondern den Krebs. Diese neue Methode wird alles ersetzen, was bisher da war. Und der Trick dabei ist, dass diese neue Methode an den Schwächen der Krebszellen ansetzt. Manche Betroffene haben keine Zeit, auf solche Medikamente zu warten, das ist mir schon klar. Und andere sollten dafür sorgen, dass der Krebs gar nicht erst entsteht. Und auch das tut man mit einer ketogenen Ernährung und Intervallfasten. Also und oder. Ich mache beides und ich weiß, warum ich es tue. Ich bin, was die Gene betrifft, kein gesegneter Mensch. Und deswegen versuche ich, das Problem Krebs, so es denn irgendwann kommen wird, so lange wie möglich hinauszuschieben. Die Sache steckt halt noch in den Kinderschuhen mit diesem Medikament und es gibt bis jetzt sehr wenige Experten, die die Zusammenhänge wirklich verstehen oder verstehen wollen. Und die Motivation ist da ja nicht immer so ganz klar. Im Englischen sagt man Science advances one funeral at a time. Das ist eine Aussage, die ursprünglich von Max Planck kam, der einmal sagte, eine neue wissenschaftliche Wahrheit pflegt sich nicht in der Weise durchzusetzen, dass ihre Gegner überzeugt werden und sich als belehrt erklären, sondern vielmehr dadurch, dass ihre Gegner allmählich aussterben und dass die heranwachsende Generation von vornherein mit der Wahrheit vertraut ist. Jo, ne? Und damit lasse ich das mal so stehen und komme zum Ende. Ich werde, wie gesagt, wieder etliches verlinken oder einiges verlinken. Wenn ihr Fragen habt, sagt Bescheid. Ich hoffe, dass ich niemandem mit diesen Informationen auf die Füße trete. Aber ich bin der Meinung, man muss den Leuten sagen, was los ist, damit sie die Möglichkeit haben, sich im Zweifelsfall für etwas anderes zu entscheiden als die Schulmedizin. So, das war's. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und sage euch Tschüss und bis bald.